Mein Name ist Janine Wissler, ich bin Parteivorsitzende der Linken. Wenn du dich richtig anstrengst, kannst du alles erreichen. So lautet das nicht eingelöste Versprechen des deutschen Bildungssystems. Was wir brauchen, ist Bildungsgerechtigkeit. Kinder aus Arbeiterfamilien, Kinder mit Migrationsgeschichte werden systematisch benachteiligt im deutschen Schulsystem. Und die Pandemie hat diese Benachteiligung noch sichtbarer gemacht und sie hat die soziale Ungleichheit noch verschärft. Distanzunterricht ist noch schwieriger ohne ein eigenes Zimmer, ohne einen eigenen Computer und ohne Eltern, die Zeit haben, zu helfen. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind verzweifelt während der Pandemie, weil sie den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern kaum halten konnten. Nach der Pandemie darf es nicht einfach ein Zurück zum Normalzustand geben. Was wir brauchen, ist eine Bildungsrevolution. Eine andere, eine bessere Schule ist möglich und sie ist nötig. Als Linke wollen wir 58 Milliarden Euro jährlich mehr investieren in die Bildung. Für Bildungsgerechtigkeit, für mehr Pädagoginnen und Pädagogen, für kleine Klassen, für gut ausgestattete Schulen und mehr Zeit zum Lernen. Wir wollen Schulen, an denen alle Kinder sich frei entfalten können, an denen sie Spaß am Lernen haben. Schulen ohne Prüfungsstress und ohne Angst vorm Scheitern. Die Schule der Zukunft braucht all das. Die Zukunft braucht Bildungsgerechtigkeit. Dafür steht die Linke.